Hey, liebe Andreas, heute gibt es ein neues Format für uns, aber Vornamen, wenn, männlich, weibliche. Habe ich schon länger vorgehabt, das Format zu machen, jetzt sehe ich das auch. Ja, und hallo erstmal, hallo meine Kanalbande, meine Leute, meine vielen Abonnenten, schön, dass ihr da seid. Ja, das neue Format ist mit Vornamen, wenn, männlich, weibliche. Und heute machen wir mal den Namen Andrea. Der Name Andrea, der bedeutet die Tapfere und ist halt die weibliche Form von Andreas. Ich heiße ja Andreas. Und mein Name Andreas bedeutet der männliche und halt die weibliche Form heißt, ist halt Andrea. Und der Name bedeutet halt die Tapfere. Ja, und der Name ist halt in Italien Besonderheit, da heißt noch Männer Andrea. Und allerdings dürfen die nicht mehr allein Andrea heißen, weil müssen wir einen Zweitnamen haben, damit die auch wissen halt, dass der Name halt auch männlich ist, weil zum Beispiel so ein Einzelnamen Andrea in Italien darf man nicht vergeben. Da muss halt zum Beispiel ein Zweitname, wie zum Beispiel Andrea Luigi oder so, oder Luigi Andrea. Der Name ist halt Besonderheit. In Italien und ja, und in Deutschland gibt es halt wirklich viele Andrea. Ich kenne so circa 3-4 Andrea. Ja, vom Klang her finde ich den Namen jetzt nicht so dolle. Es gibt schönere Namen. Andrea, ja gut. Ist halt, ja, also mir gefällt der Name nicht so, wie gesagt. Ist meine persönliche Meinung. Und ich grüße jetzt trotzdem alle Andrea da draußen. Schön, dass ihr da seid. Und ja. Ja, und es gibt auch berühmte Andrea, wie zum Beispiel halt Andrea Berg, die Sängerin. Und dann noch, ja, welche Andrea gibt es noch? Ja, es gibt zum Beispiel den Sänger Andrea Bocelli. Ist ja die italienische Statinor. Oder was er singt. Ich bin jetzt nicht so versiert da drin. Und ja. Ich grüße jetzt alle Andrea da draußen, männliche, weibliche. Und falls das Video gefallen hat, dann hoch, was ich da runter. Und ja, bis zum nächsten Vornamensvideo. Und die Vornamen wähle ich spontan aus, je nachdem halt, wonach man ist, ob männlich oder weiblich, die Namen wähle ich spontan aus und dann sage ich mir bis zum nächsten Mal und falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, fass nicht da runter und dann bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss halt, die schöne Panorama. Ja, tschüssi.